Hallo, liebe Bewohner. Es ist Samstag, der 31. Oktober, auf Nimmerland. Bis heute um Mitternacht feiern wir ein super besonderes Halloween-Event, Jux und Gruselei. Alle verkleiden sich oder verschenken Süßes an Leute in Verkleidung. Das wird ein Spaß. Von hier aus kann ich zwar keinen begruseln, aber mein Hut sorgt hoffentlich für Halloween-Stimmung. So, das war's für heute. Dann noch viel Spaß euch allen. Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zu Animal Crossing New Horizons. Heute ist das große Halloween-Event. Ich bin gespannt, wie es wird. Wir müssen uns natürlich erst noch verkleiden, bevor wir hier gleich auf Jagd gehen. Oh nein, da kommt schon jemand. Ja, okay, komm. Vielleicht gibt er uns eine Emotion. Es ist endlich soweit, Kleiner. Halloween ist da, Nimue. Nur zur Sicherheit. Wenn du was Süßes hast und wer in einem Kostüm danach fragt, rück lieber was raus. Du kannst dir aber auch einen Streich spielen lassen, wenn du deinen Süßkram lieber behältst. Oh, alle Klarheiten beseitigt, na dann. Süßes oder Saures, Kleiner? Wenn ich dir keinen Streich spielen soll, dann rück was Süßes raus hier. Ich hab, glaube ich, gar nichts. Warte, ich hab was. Okay, bitteschön. Tja, du scheinst vorbereitet zu sein. Dieses Mal bist du noch mal davon gekommen. Jetzt schulde ich dir was, Mal schauen. Wie wär's denn mit einer Kürbisgirlande? Schön. Sehr schön. Dann mal noch viel Spaß, Nimue. An Halloween sind die Leute mehr für Schabernack zu haben als sonst, oder? Deswegen habe ich mir auch diese Emotion einfallen lassen. Pass auf, erwischt du. Ich habe gesehen, dass du gezuckt hast, grahahaha. Wenn du also mal wen erschrecken willst, weißt du jetzt, wie es gemacht wird. Oh, danke, cool. Das ist echt cool. Okay. Gehen wir mal ganz kurz uns hier umziehen. Halloween-mäßig natürlich und holen uns noch die restlichen Süßigkeiten. Die waren ganz rechts vielleicht? Vielleicht. Bin mir nicht sicher. Noch sehe ich hier nichts. Nichts. Ach, so viele Muscheln, ey. So viele Muscheln, die brauche ich doch nicht. Ah, hier sind noch welche. In die Tasche stecken. Perfekt. Gut, dann ziehen wir uns mal eben um. Schauen mal so, was wir jetzt hier Schönes haben. Vielleicht fangen wir mit dem Hut an. Also wir hätten einen Hexenhut für Halloween. Wir könnten auch ein Dämon sein. Wir haben auch rote Haare, das wird auch gut passen. Dämon, ein Fossil, naja, ein Pirat, okay, an die Pirat sieht man eher bei Karneval, ne? Ja, ich glaube schon, Halloween ist eher so, ja, was anderes. Okay, dann bleiben wir dabei oder sollen wir so eine gruselige Maske anziehen? Ich weiß es nicht, Leute. Was ist das denn hier? Ein Hotdog. Könnte auch als Hotdog gehen. Zwar nicht so gruselig, aber... Ja. Okay, wir nehmen den Dämonenreif, ja? Würde ich sagen, oder? Weil als Zauberer habe ich ja die ganze Zeit gefühlt herumgelaufen, Leute. Das bringt uns nicht so viel, würde ich sagen. Ne? Dann nehmen wir das. Okay, dann gucken wir hier mal. Was heißt denn das denn? Das im Shop ist oder dass ich das neu habe, weiß ich nicht. Keine, oh, vielleicht so ein Doktor. Was haben wir hier noch Schönes? Das wird halt auch ganz gut passen, aber es ist ja alles nicht so gruselig. Oh, im Bademantel finde ich das auch noch cool. Oh, Spitzenshirt? Nee, das passt nicht so. So eine Halloween, aber dann die Farbe eher. Ja, dann machen wir das so. So, dann brauchen wir noch eine Hose. Nee, die ist blöd. Die könnte besser sein oder so rot, damit wir das in den Haaren wiederfinden. Nehmen wir die. Hier haben wir, glaube ich, eh nicht so viel. Aber das sieht auch gut aus hier. So ein Gothic-Kleid. Schnell durchlauf. Eine Brille? Nee, ne? Sowas ist, glaube ich, besser.
Oder vielleicht so eine Augenklappe oder ein Augenpflaster. Ich bin gerade noch beim Augenpflaster. Oh ne, wegen Corona brauchen wir natürlich so eine Maske, ne? Oder lieber die Farbe? Ne, schwarz ist, glaube ich, besser. Oder ein Hund. Oder sowas. Nee, ne? Eine Maske haben wir auf jeden Fall. So. Kriegen wir die Maske auch noch drauf? Perfekt, Alter. Sehr schön. Sehr, sehr gut. So, Strümpfe sieht man eh nicht. Schuhe. Gucken wir mal ganz schnell. Ganz schnell, ne? Ganz kurz natürlich. Nee, okay. Dann lassen wir es so. Ach stimmt, die Dämonenflügel haben wir hinten auch noch. Hier, tada. Sehr gut. Soll ich noch andere Haare nehmen? Sollen wir da auch noch eben gucken? Komm, gucken wir mal eben. So, ändern wir mal schnell hier. Wir können auch die Hautfarbe ändern. Ich mag weiß. Okay, dann. Was stelle ich mir denn vor als Vampir? Welche Haare haben denn Vampire? Na, sowas hier zum Beispiel. Das ist ganz gut. Das ist gut. Ja. Bis jetzt ist das mein Favorit. Wir gucken aber noch eben. Nee. Nee, okay. Ja gut, das ist mein Favorit, Leute. Hier. Perfekt. So. Super gemacht. Dann können wir jetzt rausgehen. Dann können wir jetzt endlich mal rausgehen und hier ein paar Sachen einsammeln. Habe ich eigentlich überhaupt Platz im Inventar? Falls sie mir jetzt... Oh Gott, nicht so viel. Falls sie mir jetzt alle was schenken. Muss ich noch mal ein bisschen ausleeren. Oh, Edde kommt schon wieder, ey. Wie oft kommt denn Edde noch? Der hat aber auch... Der hat ein Karies-Problem, Leute. Das sage ich euch aber. Okay, dann tue ich mal eben hier ein paar Kürbisse weg. So. Alles rein. Die können wir nicht. Ja, mach mal dahin. Wollte ich zwar nicht, aber ist egal. So, das müsste passen. So, dann geht's jetzt hier Süßes oder Saures, ne? Ich hoffe, die geben mir noch mehr Geschenke. Hi, Edde. Oh, er will was. Süßes, sonst gibt's Sauerkraut. Oder Saures, egal. Jedenfalls darfst du was zu naschen rausrücken. Und zwar pronto, yo. Ja, ja, ja. Hier für dich. Ich habe mir überlegt, dass wir Pamela einen Korb geben. Die soll uns einen Schrei spielen, ja? So. Huch, du warst vorbereitet, dabei wollte ich dir doch mal einen Trick zeigen. Puh, naja. Da wäre ein Dankeschön von mir angebracht, oder? Zum Beispiel ein kübes Tischgedeck. Das perfekte Halloween-Geschenk, stimmt's nicht? Oh, Dankeschön. Das war lustiger als ein neuer persönlicher Raps-Rekord. Ein Hoch auf Halloween. Ja, gut. Ich würde sagen, wir gucken noch eben hier in den Shop rein. Und... bei Tina und Sina gucken wir auch noch kurz rein. Aber auch wirklich nur... Oh, die haben sie auch verkleidet. Süß. Süß. Gibt es hier nochmal eine Süßigkeit? Ja, gibt es tatsächlich. Nehme ich. Nee, danke. Danke, danke. Und tschüssi, tschüssi. Ist auch letztens irgendwann angetönt, ne? Da wollte ich eigentlich kurz teilnehmen. Habe ich aber nicht gemacht. Ich habe in letzter Zeit sehr, sehr wenig Animal Crossing privat gespielt. Weil ich eigentlich fertig bin. Ich warte nur noch auf den Winter, Leute. Auf den Winter. Winter, Winter, Winter. Hallo. Oh Mann. Ah, ihr habt euch auch verkleidet. Okay, also zumindest Tina. Zumindest Tina hat einen Teufelszorn auf. So, Schnelldurchlauf. Hier ist nichts. Ne, nichts. Okay. Dann gehen wir raus. Danke, hoffentlich bis bald. Gut. Dann gehen wir mal zum Rathaus, ne? Da ist ja jemand, glaube ich. Hä? War hier nicht gerade... Ah, da ist der Typ. Ist das Thomas? Guck ich mir da an.
Süßes oder Saures? Hehehehe, ich bin Jakob, der Prinz von Halloween. Dies ist die Nacht für schauerliche Neckereien und süße Leckereien. Kommt zu mir, Halloween ist hier. Es war so aufregend, diesen Tag näher rücken zu sehen. Ich hatte direkt Gänsehaut. Jetzt ist es soweit und ich brauche einen Gehilfen. Sag mir, Kürbiskopf, denkst du, du hast das Zeug dafür? Hehehe, so lobe ich mir das. Und natürlich belohne ich gute Arbeit meiner Untertanen auch prinzlich. Du fragst dich sicher, was das für eine Arbeit ist, richtig? Pass auf, bring mir Süßigkeiten. Oh, ich spüre, dass du Süßes bei dir hast, Kürbiskopf. Süßes oder Saures? Na los, gib mir den Süßkram, Kürbiskopf. Bitte sehr. Hehehe, Zeit für Süßes. Oh, wie köstlich, Kürbiskopf. Und nun zu deiner Belohnung. Weide deine Augen an dieser fantastischen Belohnung ein. Belohnung. Ein Jakob-Gewand. Oh, das ist echt schön, was er da anhat. Fabelhaft. Kürbiskopf, jetzt kannst du dich deiner wahren Aufgabe stellen. Als nächstes wünsche ich, dass du mir die köstlichsten aller Köstlichkeiten bringst. Lollis. Untertanen, die mir diese Delikatesse bringen, erwarten noch weitere unheimliche tolle Belohnungen. Ich kann es in den Knochen spüren, Kürbiskopf. Bei den Schatten, die irgendwer da draußen hat, ein Lolli. Gib dem Besitzer des Lollis Süßes und vielleicht überlässt er ihn dir. Kein Preis ist so hoch. Ich werde dieses Gebiet weiter heimsuchen, also bring mir einen Lolli. Enttäusch mich nicht, mein Untertan. Mich hungert auch noch weitere Bonbons. Was immer du mir bringst, lass mich nicht zu lange warten. Aha, oho, da scheint mir die perfekte Gelegenheit für eine sinistre Halloween-Emotion zu sein. Pass gut auf, Kürbiskopf. Wenn du mir nichts Süßes gibst, wirst du es bereuen. Hehehehe, na schlottern dir die Knie, hat sich dein Rückgrat im Wackelpudding verwandelt? Ich will es doch hoffen, denn dafür ist die Emotion schocken, ja da. Diese Emotion ist perfekt, Halloween, also Spaß damit. Also viel Spaß damit, damit bist du der letzte Schrei. Cool. Okay, hi, Thomas. Oh, das ist geil, Thomas. Ich muss dir ja so viel erzählen, Moritz. Wir haben schon ewig nicht mal geredet. Okay, also zuerst, ja, mein Kopf ist viel zu voll. Ich habe total vergessen, was ich erzählen wollte. Süßes oder Saures? Hör mit den süßen Schätzen oder erleide die schrecklichen Konsequenzen. Süßes. Komm, gib her. Ich brauche einen Lolli. Danke sehr. Das war die total korrekte Wahl, Moritz. Glaub mir das. Das ist eigentlich nicht die Nacht zum Einsacken von Süßkram und für abgefahrene Megastreiche, aber ich freue mich zu sehr über hier, nimm den... Oh, ich habe den Lolli schon gefunden. Nice. Dankeschön. Ja, ja, tschüssi. Ich möchte das Gewand anziehen. Oh, das ist echt schön. Oh, das ist wirklich schön. Danke, Jakob. Wo bist du denn jetzt hingelaufen? Nee, lass mich in Ruhe. Dich habe ich schon. Da ist er. Bleib stehen. Ah, den Geruch kenne ich doch. Du hast leckeres Naschwerk in deinem Besitz, oder? Von mir kannst du das nicht verstecken, Kürbiskopf. Jakob weiß Bescheid. Süßes oder Saures? Komm, komm, gib es mir, ich muss es haben. Da, hast du den Lolli. Nein, nein, und doch, aber ja. Fröhliches Halloween. Die großartigste Süßigkeit von allen, mein absoluter Favorit, ein Lolli. Alles andere kann warten. Zeit für etwas Süßes. Köstlich. Schauer laufen über den Rücken. Du hast deine Pflicht bemerkenswert erfüllt. Du verdienst eine besondere Belohnung. Zeit, Jakob, etwas Dankbarkeit für diese Kürbiskutsche. Aber es reicht nicht, Kürbiskopf. Oh nein, ich will mehr Lollis. Ich brauche mehr Lollis. Bring mir nur einen Lolli, sobald du einen findest. Und ich sorge dafür, dass wir beide uns freuen. Okay. Hallo, hast du eine... Meine Güte, Bäckchen. Lang nicht gesehen. Nicht wahr? Ach nee, Mui. Ich weiß doch selbst, wie viel man im Leben um die Ohren haben kann. Doch bei aller Betriebsamkeit muss man von Zeit zu Zeit auch sich selbst und seine Bedürfnisse denken. Beschenke mich mit etwas Süßen, sonst setzt es was. Was soll es sein, Nimue? Ja, ja, ich geb dir ja was Süßes, aber nur für einen Lolli, ja? Komm, gib mir einen Lolli. Pamela nervt mich. Bedank mich herzlich, du hast eine kluge Wahl getroffen. Dafür sollst du auch ein Geschenk haben. Und zwar einen Kürbisteppich. Oh, danke.
Danke, danke. Ein angenehmes Halloween wünsche ich. Moritz, gerade eben habe ich mich gefragt, wenn wir uns wohl wieder über den Weg laufen. Ich habe versucht, mir die Zeit mit Schachspielen zu vertreiben, aber das ist auf Dauer langweilig. Tada! Gib mir Süßes! Also, bitte! Sonst muss ich dir leider einen Scheiß spielen, Yummy Yummy. Da, hast du was, Kleine. Dankeschön, von dir bekomme ich am allerliebsten Süßigkeiten, Moritz. Gibst du mir einen Lolli? Ein Kürbistabede. Mann, das ist kein Lolli! Oh, Pamela, du bist... Nee. Pamela, du bist nicht meine Hoffnung. Kabukiki. Oh, Thomas, da bist du. Süßes oder Saures? Gib mir was Süßes oder leider den Scheiß des fantastischen Thomas. Hier, bitteschön. Ach, jetzt darf ich dir keinen Scheiß spielen fürs Erste. Es bleibt spannend, Moritz. Das war süß von dir. So süß, dass ich dir glatt ein Lolli gebe. Danke, Thomas. Danke, Thomas. Ja, ja, danke schön. Tschüss, Thomas. Wir sehen uns. Jacobi, wo bist denn du da jetzt? Da ist Pamela. Oh, Alter, ne? Den die ganze Zeit zu suchen ist aber auch total nervig, oder? Oder stelle ich mich einfach nur an? Ich weiß es nicht. Hi Pamela, wo ist der? Wo ist der Kürbis? Habe ich noch Platz? Ja, Platz habe ich. Da ist er. Ja, habe ich, kleiner Jacobi. So, ich hoffe, du gibst mir auch so einen Kürbiskopf. Das wäre cool. Das wäre sehr nett von dir. Nein, nein, doch. So, ja. Wiederholt sich, kleines Ding. So. Danke, danke. Und ein Rezept. Was dann natürlich für eine Kürbiskutsche? Oh Gott, ich brauche noch einen Lolli. Kabuiki. Hi. Süßes oder saures, Kleiner. Wenn ich dir keinen Scheiß spielen soll, dann rück was Süßes raus. Hier, bitteschön. Kürbiskutsche ist echt cool. Schauen wir uns gleich mal an. Ja, ich bin immer vorbereitet. Ach man, Kürbisboden habe ich doch schon, glaube ich, oder? Da war es ein Kürbisteppich. So, Pamela. Ich gebe dir auch was. Weil ich brauche einen Lolli. Ich brauche einen Lolli. Oh, du, zumindest sagst du irgendwas anderes. Bitteschön. So, jetzt gib mir einen Lolli. Kürbis gelandet. Oh, naja. Zumindest etwas. Okay. Kann ich eigentlich zu mehreren gehen? Nee, kann ich nicht. Okay. Das heißt, wir müssen hier gleich noch jemanden suchen. Da oben ist jemand zu Hause. Was soll das denn? Da unten rechts auch. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wer hier ist. Ich weiß es nämlich nicht. Ach ja, stimmt, Victor. Ach ja, wenn du weg warst, unglaublich, was hier ist. Ich erzähl's dir einfach, sobald es wieder eingefallen ist. Ja, cool. Oh, da gibt mir Süßigkeiten. Danke. Okay. Die Bewohner, die zu Hause sind, die geben mir nur Süßigkeit. Die anderen, die geben mir Rezepte und sowas. Okay. Na gut. Gehen wir hier noch rein. Hallo Leonardo. Schön für dich. Oh, danke schön. Sehr nett von dir. Aber ich will immer noch, dass du meine Insel verlässt.
Leonardo. Ja, bitte, bitte geh. Bitte geh. So, ich muss gleich irgendwie noch hinbekommen, dass jemand mir einen Streich spielt. Ich würde das nämlich gern sehen, was dann passiert. So, Thomas? Ja, Thomas läuft. Aber Thomas soll mir keinen Streich spielen. Hier für dich. Ich brauche einen Lolli, Thomas, ja? Bitte denk daran. Bitte denk daran, dass ich einen Lolli brauche. Okay, bis Tischgedeck, okay. Dankeschön. Ich benutze mal eben die Rezepte. Nicht, dass wir die gleich alle doppelt bekommen. Das wäre nämlich blöd. Das wäre echt blöd. Wirklich blöd. Ja? Ich weiß auch gar nicht, wie viele es überhaupt gibt. Zu Halloween. Weil die Kürbiskutsche, die ist schon cool, oder? Komm, ich stelle sie mal auf. Oh, mega geil. Oh, die ist ja echt cool. Die ist wirklich gut. Und kann man auch an- und ausmachen. Sehr schön. So, Pamela, hallo. Ah, sie kommt. Oh, nein, jetzt habe ich... Ach, egal. Jetzt habe ich leider A gedrückt. Ich versuche es gleich nochmal. So, gibst du mir jetzt einen Lolli, bitte? Ja! Danke, danke, danke. Danke, Pamela mit vier Hörnern. So. Da bist du ja. Ja, ja, ja. Bitte sehr. Da, hast du einen Lolli. Jetzt gib mir was Cooles, ja? Na, 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 was bekomme ich jetzt? Ich will deinen Kürbiskopf haben. Bitte. Ach, wieder irgendwas. Kürbisstab. Oh, okay. Okay, noch eine Lolli brauche ich. Läuft der mir hinterher? Ja. Ja. Saurus, kleiner. Ja, hast ein Bonbon. Gleich sind meine Bonbons alle, Leute. Oh, guck, jetzt bekomme ich ja schon Sachen doppelt. Ich seh's. Okay, die wollen nicht. Laufe ich nochmal so durch. Ne, die wollen alle nicht. Ah doch! Die Kleine hier. Henrike! Süßes, bitte. Saures machen wir gleich, wenn ich keine Bonbons mehr habe, Leute, okay? Habe ich eigentlich das Rezept für den Kürbisstab bekommen oder habe ich den Kürbisstab an sich direkt bekommen? Nee, warte. Ich muss erst hier reden, damit du mir auch einen Lolli geben kannst, Maren. Weißt du? Weißt du, Maren? So. Hier, bitteschön. Kommen heute eigentlich besondere Sachen im Fernsehen? Weiß das jemand? Weiß das jemand? Was bekomme ich? Oh, ja, Kürbiskopf! Maske? Oh, ich hoffe. Ich hoffe. Das müssen wir jetzt gucken hier. Tragen. Nice! Wir haben's. So, ich guck gerade hier, ne? Auf der Fernsehliste. Da kommt ja gar nichts Halloween-mäßiges. Ah, oh, sehr cool. Gibt er mir denn nochmal was? Für einen Lolli? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Weil ich kurz geguckt habe. Was steht eigentlich hier dran, dass Halloween ist, ne? Hallo, manche vielleicht schon... Oh, Victor hat am 4. November Geburtstag, okay. Wenn ich dran denke, dann komme ich da auch hin. Pamela, willst du mir keinen Streich spielen? Thomas auch nicht. Thomas, oh, da ist ein Ballon. Den hole ich mir mal eben. Ich war daneben. Perfekt.
So, was haben wir da Schönes? Gucken wir mal schnell rein. Eisenerz, wow. Müll haben wir da, Müll. Machen nicht, ne? Sind die anderen jetzt hier hingelaufen? Die waren doch gerade noch alle hier. Hm. Hey, wo sind die alle hin? Ed ist nach Hause gegangen, wie ich sehe. Kabuki. Thomas. Pamela. Ich glaube, die haben alle keine Lust mehr, oder? Oh Mann, ey. Ich hab doch noch Bonbons. Wow. Wow, wow, wow. Die haben einfach keine Lust mehr. Nö. Die haben wirklich keine Lust mehr, Leute. Okay, okay. Dann schauen wir uns ganz kurz, wie sich Tom Nook verkleidet hat. Mal, ich bin gespannt. Natürlich gar nicht. Ah doch, der hat so einen Reif. Okay. Haben wir hier schöne Schuhe, Stuhl, Karton, Staubsauger, Schimmelkleid. Okay, nichts. Nichts dabei. Nichts dabei, Leute. Ja, gut. Ich würde fast behaupten, dass wir keinen Streich mehr zu gesehen bekommen. Ne, Misch, sie will nicht. Will's auch nicht. Kabuki? Will's auch nicht. Och man. Pamela auch nicht. Was seid ihr denn für Leute? Oh! Ah, die denken, ich bin. Wow. Ich glaube, die denken, dass ich Jacob bin. Ne. Ja. Okay, okay, ich muss die Maske mal eben absetzen. Ich glaube, die hindert mich daran, dass die Leute mich erkennen. Das könnte tatsächlich der Fall sein. Ja, guckt, schon klappt es wieder. Schon klappt es wieder. Hier, hast ein Bonbon. Kleiner. Ja, ja, ich bin vorbereitet. Oh Gott, okay, ich bekomme wirklich nur die gleichen Sachen. Leute, der Nächste kriegt einen Streich. Oder ich krieg einen Streich. Oh, von mir süß, einen Streich zu bekommen, das ist ja was, oder? Anu, du möchtest es wohl darauf ankommen lassen. Ich hoffe, du bist bereit. Denn hier kommt der Streich. Hihihihi. Na, wie gefällt dir das? Es ist schön, dass ich meine künstlerische Ader an dir ausleben konnte, Nimue. Mithilfe eines Spiegels oder Schminktisches kannst du aber mühelos wieder alles entfernen. Hier nimm diesen Holztischspiegel. Als ob. Als ob sie mir nach dem Streich nochmal. Oh Gott, wie sehe ich denn jetzt aus? Ja, ja, ja. Ah, das ist cool. Das ist echt cool. Jacob, wolltest du noch einen Lolli? Ich weiß es nicht, aber ich kann dir ruhig was Süßes geben. Bitte. Ja, Zeit für was Süßes. Orangen. Oh, wow. Jetzt, achso, für sowas kriegt man Kürbisse, okay. Oh, 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 ich brauche doch noch Lollis. Du willst nicht, okay. Jetzt haben wir einen Streich gesehen, Leute. Aber ich brauche Lollis. Lolli, Lollis. Wo sind die kleinen Schlawiner? Wie süß du sich fast die ganze Zeit, dass Thomas? Thomas will. Ah, hier. Gib mir Süßes, also bitte. Hier, nimm. Hier, nimm bitte. Nimm einfach an. Schenk mir bitte keinen Müll. Außer Lolli. Ich bin. Oh nein! War
Warte, ich muss mal hier den Platz machen. Mit den ganzen Müll, den die mir schenken. Ablegen. Mein Gott, ey, wieso schenken die mir hier so Müll? So, den können wir tragen. Platzieren. So. Ich möchte wissen, was er mir noch so schenkt. Bitte, bitte. Wo ist... Ach ja, Thomas war auch da unten. Stimmt, ja. War hier, ne? Wo ist Thomas denn? Thomas ist abgehauen. Okay, danke, Thomas. Danke, Thomas, dafür. Kabuki, du willst nicht. Okay. Oh, Leute. Das ist aber hier... A little bit nervig, oder? Links ist niemand, weil da wohnt niemand. Die sind alle im Haus. Pamela, bitte. Nein. Unten ist auch niemand. Ah, da sind zwei. Sehr gut. Lolli. Ja. Ja. Fitnessfutter. Ja. Dankeschön, Hannes. Oh nein. Nein, sorry, ich brauch dich noch nicht. Ich brauche jetzt erstmal hier Lolli. Genau, ja, ja. Bitte sehr. Ein Lolli für dich. Jetzt gib mir was Gutes, ja? Bitte, bitte, bitte was Gutes. Ja, was bekomme ich? Noch ein Kürbiskopf? Nee, ne? Ja, ich hab doch gerade so eine bekommen. Wow. Ich nenne das ein Skandal, Leute. Ich hab doch einen Lolli bekommen. Was soll das denn jetzt? Was ist das denn für ein Prank? Ich mache hier mir die Mühe, ja? Suche die Leute, die mir noch irgendwie was geben wollen. Und dann kommst du mit so einer Kacke? Ja, Kürbis. So haben wir aber nicht gespielt, Kleiner. Kleiner, Kleiner. Du hast gesagt, du gibst mir was Cooles, ja? Und nicht nochmal den Kürbis. Ne, das nenne ich einen Skandal, Leute. Ja, Leute, ich würde dann einfach behaupten, wir holen noch dieses Geschenk hier runter und dann beenden wir den Part. Denn der Part ist auch lang genug, ne? Wie es in Zukunft mit Animal Crossing aussehen wird, weiß ich noch nicht. Ich denke, nächste Woche versuche ich am 4. aufzunehmen, um mal den Geburtstag von Thomas hier mitzuerleben. Und sonst warten wir auf das Winter-Update. Also wenn es schneit und sowas, weil darauf bin ich ja total gehypt. Da müssen wir auf jeden Fall noch viele Bäume platzieren, weil Bäume im Schnee ist das Schönste, was es gibt, Leute. Ja gut, Leute, das war's dann für heute mit Animal Crossing. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao.